So, willkommen zu einem neuen Video und ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also im Titel wird es ja schon drin sein, aber als ich jetzt das Vergleichsvideo von der Icontex 4K und der GoPro Hero 6 gemacht habe, war ich da hinten unterwegs, wo die gelbe C63S stand. Da habe ich diese drei Schätze entdeckt oder dreieinhalb, vier Schätze entdeckt. Da habe ich gedacht, das wäre mal was für einen Kanal, der aufbereitet. Denn die Dinger sind so abgeranzt und so durchgefrockt und abgefockt, muss man sagen. Man merkt, die Natur holt sich alles zurück. Ja? Wenn man nur lang genug Zeit gibt, dann wird das Ding auch immer weg sein. Also ich drehe mal um und zeige euch mal die Schätze, die ich gefunden habe. So, also wir haben hier halb, anderthalb, zweieinhalb, dreieinhalb oder vier Gefährte. KFZ würde ich immer nennen. Die stehen aber, glaube ich, schon ein bisschen länger da. Also ich denke mal, das ist der König hier. Der steht auch schon gut da. Dann haben wir den Citroën C1 da hinten und diesen Kangoo. Aber schaut euch mal im Detail an, ja, weil das ist unglaublich. Ja? Also wir haben hier Moosbewuchs, ja, in verschiedenen Stages, würde ich mal sagen. Wenn ihr da mal schaut, ja, das ist schon, das ist fest. Es geht zwar ab, aber das ist eine Arbeit. Der Reifen ist komplett durch, überall so, wo irgendwie eine Kante oder ein Sickel ist. Ja, hat der Klassik gelitten, ja. Wo eine Kante oder Sicke ist, wächst der Moos. Und die Seite ist ein bisschen mehr befallen als die andere. Ich denke mal, hier ist ein bisschen feuchter. Dann haben wir diesen Roller. Und der hat auch eigentlich alle Löcher voll mit Moos. Komplett vorne zu. Hier wächst richtig schön, da wächst schon ein Teppich raus. Hier eine richtig schöne Mooskugel, die man eigentlich in ein Aquarium legen könnte. Und ja, die Dinger sind schon gut abgeranzt, ne. Ich habe mal hier so jemanden gefragt, der vorbeigelaufen ist, habe gefragt, der hier wohnt, und er meinte, das Ding steht ungefähr 6 Jahre schon rum. Ja. Unten im Ausruf könnt ihr mal schauen. Ja. Hier so richtig in den Löchern drin sieht man es. Stern, der ist auch kein Stern mehr. Hier, dieser sieht ein bisschen besser aus, aber auch da ist der Lack schon abgeplatzt. Ihr seht, er ist wohl repariert worden, irgendwann mal. Ja, richtig Loch drin. Ne? Ihr seht, der Lack bewegt sich. Ja, wie gesagt, das ist die bessere Seite. Ne? Aber hier haben wir auch noch ein bisschen Moos. Und ja, das ist der Benz und der Roller. Dann haben wir den Kangoo. Der sieht noch am besten aus, obwohl er auch schon abgefuckt ist. Hier haben wir viel Moos auf den Scheinwerfern. Da sind noch echt nur welche Leute, die wollen es kaufen. Dann haben wir hier schön Moos. Ja, fokussieren wir ein bisschen. Wie gesagt, den könnte man eventuell noch starten. Der steht, glaube ich, noch nicht so lange da. Dann haben wir hier den Citroën. Dann haben wir da so ein bisschen Moos und da unten ein bisschen Moos. Da ist sogar Parkensensoren. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hat sogar Alufelgen. Oder sah nicht schlecht aus. Wie gesagt, die Seite sieht noch ein bisschen besser aus. Ein Spiegel. Vorne ist halt viel. Wenn wir hier so gucken. Man sieht ja richtig so ein Pattern hier, seht ihr das? Den Käfern scheint es zu gefallen. Da unten haben wir richtig schön viel. Wächst ein ganzer Teppich. Ja, die Seite ist richtig. Wie gesagt, die Seite scheint wohl die nasse Seite zu sein. Aber hier irgendwas ist hier lang gekrochen. Sieht sogar ein geiler Effekt aus. Ja, wenn irgendeiner einen Kanal hat, wenn da hat Olli Spaß dran, kann er mal viele Dinger vielleicht kaufen, was man die Besitzer noch irgendwie auftreiben kann. Und es fängt an zu regnen, ich muss rennen. Ja, so ein kurzes Video, Beitrag zum Autopflege kann ich das jetzt nicht nennen, aber zum, wie die Natur halt einfach alles wiederholt, ne? Wenn man ihr lange genug Zeit gibt und einfach nicht bewegt. So, also das war's. Subscribe, liken, tollen. Schreibt einfach mal drunter, was ihr darüber denkt.
ob sowas abgeschleppt werden sollte, weil ich denke mal, die Leute zahlen halt noch für einen Parkplatz, aber es ist kein öffentlicher Parkplatz, es ist ein Mietparkplatz, glaube ich. Und irgendjemand zahlt ja noch dafür, ansonsten wäre die Dinger schon lange weg, wenn es auf der Straße stehen würde. Ja, aber schreibt einfach runter, was ihr darüber denkt. Subscribe, like and time, support is come out. Peace.